Stück für Stück sind alle von Hand gemacht. Natürlich mit viel Liebe. Dabei sah es für den Lebkuchenbäcker zunächst mal ganz anders aus. Ob man es glaubt oder nicht, der Baumannswilli war Beamtenanwärter. Beamter war er eigentlich nie. Aber das bei Baumanns am Marktplatz früher Querele gegeben hat, habe ich halt gedacht, die ganze Tradition, die lässt du nicht auch noch im Stich. Und da habe ich halt den Postjob geschmissen und bin Landwirt und Lebkuchenbäcker geworden. Aber ob das glaubst oder nicht, ich werde es wieder tun. Heute noch genauso. Und so backt er der Baumannswilli seit vielen Jahren schon mittlerweile in der 11. Generation. Das ist der Geschmack. Ja, das sind von 4 namhaften Gewürzmühlen, ja, sind das Lebkuchen-Gewürzmischungen. Und das sind Vorgaben noch 2 von meinem Papa und 2 von mir. Und das mischt sich der Baumannswilli einfach noch mal selber nach Gutdünken. Die Rührmaschine ist von August bis Weihnachten ständig im Einsatz. Schließlich muss der Lebkuchenteig auch noch mal ruhen, bevor er dann verarbeitet wird. Rund 6000 Lebkuchen entstehen hier täglich auf kleinstem Raum. Und jeder Mitarbeiter hat seine Aufgabe. Die Kunden lieben den Gang durch die Backstube auf dem Weg in den Verkaufsraum, den himmlischen Duft, den günstigen Preis und nicht zuletzt die Tipps von Willi Baumann. Lebkuchen kann man gute Jahr aufheben, aber die meisten werden gleich gegessen. Hilde Baumann sorgt direkt nebenan dafür, dass die Kunden zufrieden sind, jeder nach seinem Geschmack. Das Angebot ist groß. Wir kommen jedes Jahr hierher. Die schmecken gut. Das ist ja so originell hier, das kriegt man ja sonst nirgendwo mit. Gell? Wo gibt's noch sowas? Und weil man es zugucken kann, auch wie es hergestellt wird. Weiß man, was drin ist. Kein Weg ist zu weit nach Beerfurt. Und nach Weihnachten dann ist alles ruhig in der Backstube. Baumannswilli ist nicht nur gelernter Lebkuchen- und Dauerbackwarenbäcker. Der ist auch gelernter Landwirt. Und wenn er da nichts zu tun hat, unternimmt der Baumannswilli seine Baumannshilde und fährt mit dem Motorrad. Trotzdem hohe Alter, weil wenn man irgendwo auf dem Parkplatz war, einen Biker auch sind und setzt dann einen Helm ab mit der grauen Haare, dann merkt man doch, der andere denkt, hoppla, die alten Kräppelchen, aber es macht uns Spaß. Also schnell hin nach Beerfurt, bevor die Lebkuchenzeit rum ist und für Baumannswilli die Motorradsaison wieder losgeht.